So, da sind wir wieder bei Minecraft. Wir setzen uns endlich mal in Bewegung und bauen unsere Felder praktisch. Dafür müssen wir aber erstmal die Bäume hier entfernen. Und das Schaf, die Schafherde müssten wir eigentlich auch noch mit ausreichend Platz beglücken. Die Setzlinge lasse ich ja jetzt mal mit Absicht da. Dann können wir wenigstens nebenbei noch ein wenig Holz beanspruchen. So, dann kloppen wir hier erstmal den Zaun weg. Nächste Frage wäre, und dazu bräuchten wir wieder Erde, ob wir unsere Hauptinsel vergrößern. Umso mehr Platz haben wir zum Anbau. Und könnten vielleicht auch noch irgendwas anderes hier hinbauen, aber dazu haben wir wieder zu wenig Erde. Das heißt, ich müsste doch noch eine Tour wieder unternehmen. Ah, Mann. Okay. Stein haben wir nicht dabei. Nicht schlimm. Ein, zwei, drei. Der Eimer kommt hier rein. Die Setzlinge brauche ich nicht. Zaun, nein. Tür, nö. Wieso haben wir denn noch ein Zauntor dabei? Ah, das haben wir eben auch abgebaut, genau. Mhm. So. So, das müsste reichen. Daraus machen wir uns erstmal Stickies. Drei Schaufeln. Vielleicht sollte ich mir auch noch eine Spitzhacke mitnehmen. Man weiß ja nie. 1, 2, 3. Und den Rest können wir für Fackeln investieren. So. Dann gehen wir mal runter. Ach, stimmt ja. So. Das Treppenhaus müssten wir eigentlich auch noch fertig machen. Und wir sollten ein Schwert noch mitnehmen. Oder beziehungsweise wir können uns unten noch eins ohne Stein, obwohl hier können wir Stein noch schnell abbauen. Okay, das war das Wasser. Dann kann ich die Erde hier wenigstens mitnehmen, hoffentlich. Ein Glück ist hier noch kein Meer. Aber da könnte es kommen. Deswegen hören wir hier auch auf.
und gehen weiter. Zum Beispiel hierhin. Nicht so eine gute Idee. Das lassen wir mal. Lehm, das würde aber auch bedeuten Wasser, und das glaube ich nämlich auch dort. Schippe Nummer 1 ist kaputt. So, dann können wir uns ja mal zum Erz runtergraben, oder ja, graben kann man sagen, glaube ich. So, und jo. Die Wand hätten wir eigentlich auch noch abgraben können. So. Dann brauchen wir hier noch einen Stein und bauen uns ein Schwert ohne Sticks. Oh Gott, ey. Okay, versuchen wir es trotzdem. Die Frage ist, wo kann ich noch Erde jetzt finden? Unten war noch was, aber hier haben wir auch noch gleich was. Und Erze, das ist natürlich auch gut. So, und dann geht es jetzt noch an die letzte Schicht hier. Dann dürfte die Schippe auch fast schon wieder hin sein. Und dann haben wir nur noch eine. Das klingt ziemlich nah nach Lava, obwohl das Ding noch weiter weg ist. Ah! Oh! Eieiei! Haben wir Schwein gehabt? Huh!
Mann, Mann, Mann. Oh, da haben wir noch eine halb kaputte. Die nehmen wir auch gleich noch. So. Da haben wir auch noch Erde. Und hier klingt es nach Wasser. Könnten natürlich auch im Tunnel über uns sein. Mal gucken wir mal kurz hoch. Klingt nämlich fast so. Aber hier haben wir auch gar kein Wasser. Also es klingt wirklich sehr nah da unten. Ich frage mich gerade, was das hier für ein Ort war. Sollten wir auf jeden Fall noch mal später vorbeischauen. Da sind Erze. Hier ist noch massig Erde. Aber mir ist gerade ein Rätsel. Ach, das ist die Ecke, alles klar. Die letzte Schippe. Die wird zwar jetzt noch reichen, aber da müssen wir uns mal einen Kopf machen, wo wir noch Erde finden. Gold. Gut zu wissen für die nächste Tour. Gut. Dann gehen wir mal wieder zurück. Na. Ich weiß zwar jetzt, wo noch Erde ist, aber ich weiß gerade gar nicht, wie wir da hinkommen. Oh. Hat sich gerade erledigt. So, die nehmen wir noch so schnell mit. Wow, das hat sich gelohnt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stacks Erde. Das ist nicht schlecht. Oh Mann. Du kleiner... Oh, nee. Da ich mir schon einen Hochgang gebaut gehabt. Hier spawnt also auch noch was.
So, dann machen wir wieder ein Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.